Wie kann es sein, dass man so schnell aus der Puste ist, nachdem man eine Treppe hochgelaufen ist? Und das betrifft nicht nur die Couch Potatoes. Ich habe einige Sportler, auch Profisportler betreut, die schon bei den geringsten Belastungen im Alltag relativ schnell aus der Puste sind. Die Wahrheit ist nämlich, wir brauchen nicht joggen gehen oder im Gym aufs Fahrrad zu gehen, um unsere Ausdauer zu verbessern. Einer der wichtigsten Aspekte ist die richtige bzw. die falsche Atmung. Und darüber sprechen wir im heutigen Video. Was geht ab, Champs und High Performer? Marvin hier von Corner Performance. Und wenn du im Alltag schnell aus der Puste bist oder wenn du als Sportler auch das Gefühl hast, dass du eine schlechte Ausdauer hast oder wenn du nachts schnarchst und vielleicht sogar Atemaussetzer hast, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben. Und du solltest auf jeden Fall den Kanal abonnieren und gerne auch auf Instagram vorbeischauen unter strong-together-pt. Und es gibt natürlich einen Haufen Gründe, warum man im Alltag so schnell aus der Puste ist. Warum man sofort merkt, wenn man mal eine Treppe hochgelaufen ist und sich danach kaum noch unterhalten kann. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr unterwegs seid und entweder mit jemandem telefoniert oder gemeinsam euch mit jemandem unterhaltet und das Gefühl habt, dass ihr kaum noch sprechen könnt, weil ihr nach den geringsten Belastungen schon aus der Puste seid. Und ich sag's nochmal, das betrifft sogar manchmal Leistungssportler. Und ich habe mit ein paar Kandidaten gearbeitet, die genau diese Probleme haben. Und selbst wenn sie es im Alltag nicht bemerken, viele haben, wenn sie ihre Sportart betreiben, sehr große Probleme mit der Ausdauer. Beziehungsweise denken, dass sie große Probleme mit der Ausdauer haben. Dafür gibt's natürlich ein paar Gründe. Ein ganz häufiger Grund ist natürlich offensichtlich Übergewicht. Der Körper muss einfach unfassbar viel Masse versorgen, was dazu führt, dass schon die geringsten Belastungen ausreichen, dass wir aus der Puste sind. Das heißt, wenn ihr übergewichtig seid, ist natürlich Schritt 1, dass ihr euer Übergewicht loswerdet. Bei manchen Sportlern, Gewichtheber oder vielleicht sogar sowas wie Sumo-Ringer, da ist natürlich das Gewicht notwendig. Genauso ist natürlich auch sowas wie Rauchen ein Riesenfaktor. Was aber, wenn ihr meine Videos schaut, eigentlich überhaupt kein Thema sein sollte. Und ein dritter ganz häufiger Grund ist eben die falsche Atmung. Und das ist, was viele unterschätzen bzw. gar nicht auf dem Schirm haben. Und deswegen das Gefühl haben, eine schlechte Ausdauer zu haben. Aber was ist überhaupt Ausdauer? Die meisten gehen dann aufs Laufband oder draußen joggen oder Fahrrad fahren oder was auch immer, um ihre Ausdauer zu verbessern. Ist ja eine gute Intention, aber das wird den meisten überhaupt nichts bringen. Wenn Übergewicht euer Problem ist, dann wird auch Joggen nichts daran ändern. Langes und moderates Ausdauertraining ist eines der ineffizientesten Methoden, um Übergewicht loszuwerden und Körperfett zu reduzieren. Das heißt, es kann sein, dass wir mehrmals die Woche joggen gehen und trotzdem, wenn wir eine Treppe hochlaufen, danach kaum noch atmen können. Und auch als Sportler bringt es euch überhaupt nichts, unabhängig davon, welche Sportart ihr macht, wenn ihr regelmäßig laufen geht, außer ihr seid Marathonläufer oder Triathlet. Aber auch als Fußballer, Basketballer, Kampfsportler bringt es euch nichts, wenn ihr joggen geht, um eure Ausdauer zu verbessern. Es gibt nämlich einen riesen Unterschied zwischen Ausdauer und Kondition. Ausdauer definiert sich nämlich dadurch, dass wir einer stetigen, konstanten Belastung mit möglichst wenig Ermüdung standhalten. Was die meisten aber brauchen, ist Kondition. Und Kondition definiert sich dadurch, dass wir eine immer wieder wiederholende Belastung mit weniger Ermüdung standhalten können. Sowas wie beim Fußball. Wir haben kurze Sprints, kurze intensive Phasen und dann aber auch wieder eine Pause. Gleiche gilt für Basketball, Volleyball, Tennis spielen. Beim Tennis haben wir auch immer zwischendrin Pausen und dann wieder intensive Phasen, in der wir schnelle Bewegungen und hohe Belastungen haben. Jetzt aber zum Thema Atmung. Was passiert denn jetzt genau, wenn wir eine Treppe hochlaufen? Zunächst mal verbraucht die Beinmuskulatur erstmal recht viel Sauerstoff. Das bedeutet, dass der sogenannte CO2-Spiegel im Blut ansteigt. Das bringt den Körper aus der sogenannten Homöostase, also aus dem Gleichgewicht. Der Körper möchte nämlich immer ein konstantes Verhältnis zwischen Sauerstoff, O2, und Kohlenstoffdioxid, also CO2. Die Rezeptoren im Körper merken jetzt also, wenn der CO2-Spiegel ansteigt und veranlassen den Körper dazu, mehr zu atmen, um das überschüssige CO2 loszuwerden. Was dazu führt, dass wir am Ende der Treppe aus der Puste sind. Der Körper versucht also dadurch, das CO2 loszuwerden und sein Verhältnis zwischen O2 und CO2 wiederherzustellen. Soweit die Theorie. Das Problem jetzt dabei ist, dass die meisten eine viel zu geringe CO2-Toleranz haben. Das heißt, dass die Rezeptoren im Körper viel zu schnell die Atmung hochregulieren. Viel schneller, als es eigentlich nötig wäre. Der Körper braucht nämlich einen gewissen CO2-Spiegel, damit der Sauerstoff auch dorthin kommt, wo er hin soll. Um es mal so zu sagen, zu viel zu atmen,
bringt uns im Endeffekt noch mehr aus der Puste. Es ist also ein Teufelskreislauf. Und deswegen dauert es manchmal nach einer Treppe schon 2-3 Minuten, bis die Atmung wieder normalisiert ist. Weil die meisten eben eine viel zu geringe CO2-Toleranz haben. Und dazu gibt es natürlich auch Gründe. Und ein ganz wichtiger Grund ist zu viel Mundatmung. Die meisten atmen einfach viel zu häufig und viel zu regelmäßig durch den Mund. Gerade Sportler, die eine Sportart betreiben, die es einfach gewohnt sind, während der Sportart durch den Mund zu atmen, weil es eben sehr intensiv ist. Was auch vollkommen okay und richtig ist. Oftmals auch durch Stress bedingt. Wenn wir auf der Arbeit, im Beruf Stress haben, neigen wir auch oftmals dazu, mehr durch den Mund zu atmen. Wenn wir dann noch einen Job haben, wo wir sehr viel reden müssen, das kommt natürlich auch noch dazu. Das heißt, wenn ihr im Beruf schon sehr viel sprechen müsst, dann führt das automatisch dazu, dass wir deutlich mehr durch den Mund atmen, als wir eigentlich sollten. Merkt euch also eins, der Mund ist zum Essen da, die Nase ist zum Atmen da. Genauso sind es aber auch zu viel verarbeitete Lebensmittel. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht habt ihr euch schon mal an Weihnachten oder sowas einfach viel zu überfressen oder habt deutlich zu viele, zu schlechte und verarbeitete Lebensmittel gegessen. Was passiert? Die Atmung wird hochreguliert. Das heißt, obwohl man vielleicht nur rumsitzt oder rumliegt, ist die Atmung auf einmal hochgefahren, weshalb man wieder automatisch durch den Mund atmet. Und dann natürlich sowas wie falsches Training. Wenn wir dann denken, um unsere Ausdauer zu verbessern, müssen wir ja joggen gehen und dann beim Joggen die ganze Zeit falsch atmen, dann kann das die Problematik sogar noch verschlechtern. Und das sehe ich ganz häufig, wenn Leute draußen joggen gehen, dass sie extrem am Hecheln sind. Das heißt, wenn ihr beim Joggen schon auf der Pulsobergrenze seid, dann solltet ihr es bleiben lassen. Und um eure persönliche CO2-Toleranz rauszufinden, um herauszufinden, wie gut oder wie schlecht ihr atmet, da gibt es den sogenannten BOLT-Test und den erkläre ich euch jetzt. Der BOLT-Test, das ist der sogenannte Body Oxygen Level Test und der misst eure CO2-Toleranz bzw. eure Atemökonomie. Und der BOLT-Test funktioniert wie folgt. Zunächst mal sollten wir schauen, dass wir eine Minute ruhig und entspannt atmen. Das heißt, hier sollten wir auch keinen Sport und keine Bewegung gemacht haben. Wenn eure Atmung komplett normalisiert ist, dann nehmt ihr einen halben Atemzug ein und einen halben Atemzug aus. Nachdem ihr durch die Nase ausgeatmet habt, haltet ihr jetzt eure Luft an und stellt einen Timer. Und ihr haltet die Luft angehalten, bis euch der Körper erste Signale sendet, dass er wieder atmen möchte. Das kann einfach so ein gewisser Lufthunger sein, das kann vielleicht ein bisschen Verkrampfung im Nacken oder im Bauchbereich sein oder einfach so ein bisschen ungutes Gefühl. Wichtig ist, dass es bitte kein maximaler Test. Ihr solltet nicht die Luft anhalten, bis ihr umfallt. Das Einzige, was wir dann testen würden, wäre die reine Willenskraft. Das wollen wir aber nicht. Also, sobald der Körper euch erste Signale sendet, stoppt ihr den Timer und atmet ganz normal weiter. Ihr solltet innerhalb von 1-2 Atemzügen durch die Nase wieder in der Lage sein, ruhig und flüssig durch die Nase weiterzuatmen. Wenn ihr das nicht könnt, wenn ihr danach am Hecheln seid, dann habt ihr die Luft deutlich zu lange angehalten, dann solltet ihr das Ganze wieder wiederholen. Und jetzt zur Auswertung. Wenn ihr einen BOLT-Wert von unter 10 Sekunden habt, dann habt ihr auf jeden Fall ein Problem. Dann lauft ihr auf jeden Fall Gefahr, dass ihr nachts Atemaussetzer bekommt, dass ihr extrem schnarcht und dann seid ihr in einem sehr, sehr schlechten Fitnesszustand. Wenn ihr dann noch übergewichtig seid, dann rate ich euch dringend etwas zu tun. Bei einem Wert von 10 bis 20 sieht die Lage schon ein bisschen besser aus, aber ihr seid trotzdem noch in einem sehr, sehr schlechten Fitnesszustand. Und selbst im Bereich von 10 bis 20 Sekunden hatte ich schon einige Leistungssportler. Und zwar keine Gewichtheber, sondern Leistungssportler in Konditionssportarten, weil auch hier die Atmung überhaupt nicht gepasst hat. Bei 20 bis 30 Sekunden seid ihr in einem mittelmäßigen Fitnesszustand. Immer noch nicht gut, aber auf jeden Fall kein Riesenproblem. Auch wenn ihr als Sportler im Bereich von 20, 30 Sekunden seid, solltet ihr an eurer Atmung arbeiten, weil ihr da noch deutlich mehr an Ausdauer bzw. Kondition rausholen könnt. Und auch bei 20 bis 30 Sekunden kann es immer noch vorkommen, dass wir im Alltag Probleme haben, wenn die Treppe relativ lang ist oder wenn wir vielleicht mal schnell zur Bahn rennen müssen. Bei 30 bis 40 Sekunden sieht die Sache schon relativ gut aus. Dann kann man davon ausgehen, dass ihr tagsüber ruhig und gelassen durch die Nase atmet. Dann habt ihr wahrscheinlich auch eine Atemfrequenz von weniger als 12 Atemzügen pro Minute und ihr solltet auf jeden Fall keine Probleme mit Schnarchen oder Schlafapnoe haben. Und wenn ihr es schafft, über 40 Sekunden die Luft anzuhalten, ohne dass der Körper euch große Signale sendet, dann habt ihr auf jeden Fall einen Top-Fitness-Zustand. Dann solltet ihr aber auch wirklich im Alltag überhaupt keine Probleme haben, außer ihr habt den Test falsch gemacht. Was macht man also jetzt, wenn man einen schlechten Wert hat oder mit seinem Wert nicht zufrieden ist? Ganz klar, abnehmen, Gewicht reduzieren und deutlich häufiger durch die Nase atmen. Und es fängt schon damit an, dass wir uns im Alltag einfach mehr daran erinnern. Dass wir vielleicht auch mal die Klappe halten, würde einigen Leuten auch sehr gut tun. Ansonsten gebe ich aber auch jedem meiner Klienten den Tipp,
nachts medizinische Mundpflaster zu verwenden. Das sind letztendlich kleine Pflaster, die man sich vorne über den Mund klebt. Die führen dazu, dass man automatisch nachts durch die Nase atmet. Ihr verliert nachts so weniger Flüssigkeit und habt einen deutlich besseren und erholsameren Schlaf. Und wir trainieren den Körper darauf hin, dass er eben mehr und häufiger durch die Nase atmet. Der Vorteil ist, die Dinger sind komplett ungefährlich und kosten wirklich kaum Geld. Ich habe euch hier mal einen Link zu dem Produkt, das ich verwende, unten in die Beschreibung gepackt. Ganz wichtig, verwendet bitte genau die oder eben so kleine Mundpflaster oder einen Tesafilm. Bitte nicht den Mund mit Panzertape zukleben. Das kann unter Umständen nach hinten losgehen. So dumm, hey. Und wenn ihr Hilfe dabei benötigt, abzunehmen, in Form zu kommen, eure sportliche Leistung zu verbessern, generell leistungsfähiger, fitter zu werden, dann schaut auch gerne unter dem Link in der Beschreibung vorbei und da könnt ihr euch für ein kostenloses Erstgespräch mit mir anmelden und wir besprechen gemeinsam den Weg zu euren Fitnesszielen. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann abonniert den Kanal, schaut auf Instagram vorbei unter strong-together-pt. Das war's von mir, Champs. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.